Als nächstes wollen wir uns jetzt die Verknüpfungen anschauen, das heißt, die man von einer Seite zur nächsten gelangt. Beginnen wir am besten gleich hier bei den Schneemann-Fotos. Das heißt, wenn man hier draufklickt, soll man das größere Bild, diese Seite mit dem größeren Bild angezeigt bekommen. Ich wähle jetzt hier dieses Bild aus, gehe auf Einfügen, suche mir dann den entsprechenden Eintrag und das wäre hier dann der Eintrag Link. Es wird mir hier der untere Teil angezeigt. Und dann wähle ich mir die Seite aus, die aufgerufen wird. Das wäre in dem Fall hier Schneemann Foto Groß 01. Klicke auf Öffnen. Und kann mich entscheiden, ob ich einen Rand um die verlinkte Grafik angezeigt haben möchte. Erweitert könnte man sich noch weitere Dinge dann hier darstellen lassen. Das interessiert uns momentan aber nicht. Und ich klicke auf OK. Dann gehe ich hierher, wähle die zweite Grafik aus, gehe auf Einfügen, Link. Es wird mir hier wieder diese Grafik dargestellt. Wähle mir hier eine zweite, die zweite Internetseite aus, nämlich Schneemann Großfoto Groß 02 und bin ebenfalls zufrieden und klicke auf OK und habe jetzt hier diesen Link dann dargestellt. Als nächstes möchte ich auch die Seiten dann miteinander verlinken. Ich gehe jetzt auf die Startseite und wenn ich jetzt hierher klicke, dann möchte ich dementsprechend dann auch auf die Geschichte-Seite kommen. Ich wähle jetzt mir hier Geschichte eben aus, klicke auf Einfügen, wähle dann Link. Und wähle mir jetzt in diesem Fall hier dann diese Seite mit der Geschichte aus. Das wäre diese hier. Klicke auf Öffnen. Und dann kann ich mich hier entscheiden, was dann passieren soll, ob wirklich ein neues Fenster aufgehen soll. Und ich wähle jetzt mir hier ganz bewusst im gleichen Fenster aus. Und klicke auf OK. Und dasselbe mache ich jetzt hier noch. Ich verweise auf das Schneemann-Video. Wähle wieder einen Link. Wähle mir dann die entsprechende Seite aus. Suchen wir jetzt die Seite mit dem Video, das ist hier diese. Klick auf Öffnen und wähle mir aus im gleichen Fenster. Dann gehe ich jetzt hierher, gehe auf Schneemann Fotos, möchte mir jetzt die Seite, die diese kleinen Fotos von den Schneemännern darstellt, eingeblendet haben. Wähle mir jetzt also diese Hauptseite mit den Fotos auf Öffnen und wähle mir hier aus im gleichen Fenster. Jetzt kommen wir zum Impressum der Webseite. Mache dann wieder einen Link auf die entsprechende Seite. Das ist hier das Impressum. Das ist diese Seite, Impressum HTML, und wähle mir hier wiederum aus im gleichen Fenster OK. Damit man auch sieht, auf welcher Seite ich mich gerade befinde, kann ich diesen Bereich vielleicht etwas hervorheben und gehe dann hier auf Tabelle. Tabellen- oder Zellenhintergrundfarbe. Man kann dann hier entscheiden, ob ich mich auf die gesamte Tabelle beziehe, die ich mich gerade befinde, oder nur eine Zelle. Wähle hier Zelle aus und wähle mir dann zum Beispiel diese Farbe hier aus und klicke auf OK. Und das heißt dann auf dieser Seite, wenn ich auf dieser Seite bin, schaut das es dann so aus. Und ich speichere das Ganze. Ich öffne mir jetzt einmal das erste Mal, gehe ich in das Verzeichnis hinein, mit der Seite index.html, die habe ich hier gerade bearbeitet, gehe auf Öffnen und schon sehe ich das erste Mal meine Webseite. Wenn ich jetzt hier auf Geschichte gehe, wird mir die Geschichte eingeblendet. Ich gehe jetzt hier auf Zurück, da ich hier noch keine Links habe und werde jetzt diese Links auf jeder Seite dann einfügen und so habe ich dann die Homepage dann toll verlinkt.